Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier, bei Elmgrad. Ja, die erste Milch ist da. Gehen wir zum ersten Molkerei, ersten Stall. Tja, da wird dann eingesetzt. Silagekauf hat man gestern, heute auch schon durchgeführt. Also kurz, bevor ich gelegt habe. Und jetzt ist Winter. Also 290.000. Ja, zwei Lalo sind da hier genau im Stall gelandet. Und eine knappe Viertelladung am Hänger drauf. Da wollte die extra hinfahren. Lohnt sich ja nicht. Dachte erst, ich kann auch mal heute machen. Oder zumindest mal Gras mähen überhaupt. Aber Schnee wird es nicht gehen. Unwahrscheinlich. Ja, schon mal weg. Ein bisschen lang, dass ihr reinschauen. Und das lange durchhalten, ne? Das war die große Hänge. Ja, ich wollte nachher Dings verkaufen. Die Erdbeeren sind draußen. Hefe. Ja. Gut. Gut. Unrealistisch, aber gut, was soll's. Aber die Männer haben verkauft. Ja, wie ist es bei mir? Halbzeit von der Woche. Wurde vielmehr überstanden, die Halbzeit. 5.000, ein bisschen mehr. Macht aber nichts. Die gleichen Kühe, also das ist jetzt auch Teil. 45 durch 2 geht ja nicht, dann muss ich einmal ein mehr, ein weniger nehmen. Dann die Restkühe dazu gekauft. Also Stall sind beide voll. Macht hier keinen Sinn, die Tiere maximal, also die, das Geld, was wir kriegen, nur für Kälber oder für die Kühe ausgewachsen. Lohnt sich nicht. Oh, guck, wird so nichts werden. Tja, da wird alles weiß, ne? Das ist schlecht. Fahren. Schneeketten haben wir keine. Ja, verkaufen wollte. Einmal Butter, einmal Käse. Und jetzt läuft das ja, ne? Beide Dinge haben jetzt einen guten Weg. Beide Molkereien haben genug Weg. Und daher müsste sich das auch lohnen, ne? So, ab. Überlaufen lassen. Ne? Wir müssen noch viel Molk für die. Ich bitte noch Wasser holen für die Gewächshäuser. Da lohnt sich bald ein großer Anhänger, ne? Die Gülle nicht. Warum wird sich? Der hier ist gut. Die sind mit dem Gülle drin. Hoffen wir irgendwann, dass die BGH soweit alles verarbeitet hat, dass wir im Prinzip unsere Güter dann hinbringen können. Ne? Wir können eigentlich ohne Meldung 160 Euro verdienen für Ballen verkaufen. BGH. Die Ballen sind schon Ewigkeiten her. Wenn ich da mal einen Schwung Ballen hingefahren gehabt, wollte verkaufen. Nee, Träume waren schön hier. Ja, jetzt wo der Frühling kommt, ist es noch ein bisschen kalt. Wahnsinn. Im Grunde war es ganz gut, dass es so kalt war. Weil, naja, muss ich weniger heizen, ne? So. Nun geht's mit L wieder, ne? Das ist die Taste für Vehicle Inspector. Der eine L muss weggenommen werden. Oder man legt das an anderen Rekorden. So. Salat.
war es nicht vorgesehen. Gut, schon Gras weg. Muss ich kurz mal abladen. Links oder rechts? Gucken wir. Links ist halt. Die machen wir rechts. Dann haben wir auf. Schön sortiert. Jo, ne? 5000, 3000. Der Erdbeeren gab es gestern auch noch hier. Lecker. Aber heute war ich nicht einkaufen. Das machen wir dann morgen. Mal schauen, was Schönes da haben. Frische Obst. Gestern war noch Spanien die Erde. Ist aber okay. Einheimische gibt es noch keine. Aber ich habe mir jetzt so einen Strauch, nicht Strauch, aber nicht Kletterer Erdbeeren bestellt. Drei Pflanzen. Mal schauen, wann die kommen. Und vier Bäumchen. Das sind so eine Säulenbäume. Die wachsen nur als Hauptstamm. Und die sollen auch in, sagen wir, einen großen Blumentopf wachsen können. Also deswegen habe ich sie ja gekauft. Weil ich kann ja nur, ja, habe ja so keinen Garten, ne? Ist auch nur ein Versuch oder vielmehr Hobby, kann man sagen, ne? Also, das große Erträge erwarte ich jetzt keine. Aber das sind Beeren, Pflaumen, Kirschen und Äpfel. Mal schauen, wie groß die kommen, wenn man gekauft. Gibt es ein Kleingeld, ne? 15.000 für Gemüse. Ja. Immerhin. Jetzt haben wir noch ein bisschen Tomaten noch und mal erinnern sich mal, ne? Tomaten und Restgemüse, kann man sagen, ob noch nachkommt. Vorsehen kann man eher gerne mal nach und dann her Butter und Käse. Käse und Butter bringt ein bisschen mehr ein, glaube ich. Ich finde die richtige Ecke hier. So. Nebelschwan und Schatten. Das ist ein bisschen blöd gebaut. So ein Stapler hier oben, ne? Aber jetzt geh hin. Okay, müssen. Tja, wenn ich mal die Zeit dafür habe, ein bisschen dekorieren, ne? Ein bisschen wieder mal planieren. Das brauche ich wegbekommen. Mal sehen, im Frühjahr vielleicht. Wenn noch Geld übrig ist.
Käse 5000. Wie gesagt, da habe ich den zweiten Kuhstall. Volle Kuhstallzahl und dann haben wir genügend übrig. Vielleicht kann man irgendwann mal Dings verkaufen. Will ich direkt. Wird aber erst tun. Ah, ja, das ist ungünstig, ne? Oh ne, da kriegen wir alle drauf. Ja, nicht ganz. Kettensäge wollte ich keine verwenden. Ungünstiger Platz, ne? Für beide. Ja, hier muss eine Halle her. Zurzeit weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Die Straßen sind immer frei, ne? Das ist ganz gut dabei. Ne? So. Erdbeeren, alles. Was ist da? Oder hinten? So, schnell zum Händler. Frisch. Komm mal nicht rum. So. Das hier war ja nicht viel mit Schnee. Eigentlich zum Glück kann man sagen, weil ich ja zur Arbeit fahren muss. Gerade früh ist meistens noch schlecht geräumt. Deswegen ist es ganz gut, wenn kein Schnee liegt. Wozu sagen muss, wie Frost im Anmarsch war, gestreut war schon. Aber Räumen ist ein Problem, glaube ich. Gerade hier in der Ortschaft, wo die Gemeinde zuständig ist, dauert ein bisschen. Ne? Tacken fahren? Bitte nicht. Tja. Jetzt können wir die Zeit nachher beschleunigen. Ne? Winter. Fällt kaum Arbeit an. Mal gucken, ob die Tiere das Futter brauchen noch. Was anmischen. Ja, für den BGH ist nicht. Wird die Bank was gewähren? Glaube ich eher nicht. Nee, eher nicht.
Produkte. Gut, haben wir einen Tag mal vergessen gehabt. Beziehungsweise nicht geschafft. Im Winter heißt das viel überspulen, ne? Zum Frühling reinkommen. Da wollte ich mal einen Drescher testen, die jetzt neu mit zugekommen sind. Aber alles auf Leihbasis. Das Gras auch noch. Das war nicht als Absicht, das kriegt keine Absicht. Jetzt zeigt er mir recht nichts an, der Bursche. Ach, jetzt schon. Erntereif. Also unsere Wiese da oben bestimmt nicht, ne? Die große. Gut, da ist ein Wachstum. Die hatten wir einen Tag früher gemäht gehabt. Aber das lohnt sich jetzt auch nicht. Im Winter macht es keinen Sinn. Denn näher kommt plötzlich. Ist alles weiß. Wird auch so kommen. So. Futterbeschwagen, ne? Mal gucken. Die Tiere brauchen. Gülle ist voll. Ja, die haben noch was da. Ich probiere mal Gülle aus. Aber ich kann immer ganz kurz überspringen, ne? Wird aus 400. Suchen. Da ist man voll, wenn man los war. Da haben wir keine Freude haben. Da muss es leer sein. Aber ich kann trotzdem mal ganz kurz Gülle aufnehmen vom Stall Nummer 1. Also Futter reicht für heute noch. Mal die Zeit vorspulen. Einen Tag können wir noch warten, Futter. Schau, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich danke, dass Sie reinschauen. Tschüss und ciao. Ja, morgen geht es weiter. Hier, Elmgard. Mal schauen wir was. Tschüss.